Hallo und herzlich willkommen mit Reisen durch das Universum. Und da ich gerade Bock hatte, mal wieder an den One-Ones zu arbeiten, habe ich mir gedacht, ich nehme mal mit euch zusammen so eine Session auf. Mal gucken, wie das werden wird. Ich hoffe, ich bin teilweise nicht zu still, was allerdings passieren könnte, weil man muss sich dafür ja extrem konzentrieren, und ich hoffe natürlich, dass ich es nicht beim ersten Versuch oder sagen wir mal in dieser Session schaffe, weil ich möchte ehrlich gesagt meine Stimme nicht rausschneiden müssen, nur um den Run nehmen zu können. Ich werde sowieso beim Reden, glaube ich, nicht einen perfekten Run schaffen. Und warum ich das aufnehmen möchte, ist einfach mal nur zu zeigen, wie extrem selbstkritisch ich bei dieser Sache rangehe. Und wie ich das insgesamt bewerte. Aber gut, ich würde mal sagen, wir beginnen einfach. Und zum Anfang sei schon mal gesagt, da hat man ja ein Arachnot und eine Poison Slug. Und man könnte das tatsächlich im einen Run zu schaffen, die beiden abzuschießen und dann auf den Aufzug zu kommen. Allerdings muss man das sehr, sehr schnell machen. Das Timing muss passen, die Position der beiden Gegner müssen passen, und dann muss man noch direkt den Impossible schaffen, um auf den Aufzug zu kommen. Und ihr wisst jetzt, warum meine ersten beiden Aufnahmesessions nicht sonderlich erfolgreich waren, weil ich habe versucht, immer diese Sache zu schaffen, und ich habe es jetzt einfach bei den letzten Session gelassen. Ist, glaube ich, jetzt Session Nummer 4. Ich probiere das immer so 15 bis 20 Minuten. So viel werde ich, denke ich, jetzt nicht zeigen, aber ich meine, ich habe fast schon 2 Minuten geredet. Und wir starten einfach mal, und falls ich zu ruhig bin, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. So, die Poison Slug sieht man da unten schon. Ihr seht schon, es wäre möglich, allerdings müsste das jetzt schon so passen. Also erst Poison Slug, dann Arachnat. Und ihr werdet mir nicht glauben, wenn ich diesen Sprung vergeige, starte ich immer sofort neu, weil ich hasse das, wenn ich das nicht schaffe und mich dann hochhangeln muss. Diese Stelle ist übrigens sehr, sehr gefährlich, weil die Skypest, die sind immer unberechenbar an dieser Stelle. Die nächste Stelle ist natürlich auch nicht so toll. Ja, das war schon mal schlecht, dass der eine Arachnot da auf mich bereits zukam. So, den machen wir mal gerade weg. Hier müssen wir kurz warten. Ja, das alles an ein Stück zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Nerven nicht. Warum scheißt die jetzt so viel? Das wäre. Seht ihr schon, ich rege mich darüber auf, dass die Poison Slug so oft ihr Geschäft macht, und bin dann ein bisschen zu hippelig bei der Aufnahme. Ich sehe übrigens die Poison Slug immer schon von oben anhand der Fühler da oben. Ich darf auch das Timing nicht verpassen, ansonsten sieht das nicht gut aus. Ja, das war knapp. Ich hätte es fast nicht hochgeschafft. Und wieder auf die Skypest achten. Das war knapp. Und der Sprung verkackt. Okay. Und den Sprung verkackt. Ja, wenn man da den Impossible nicht direkt hinkriegt, dann kannst du es direkt auf hart vergessen. Auf leicht und normal kommst du auch so da hoch, aber auf schwer kannst du das echt knicken. So, die Poison Slug weg. Arachnat, nerv nicht. So, gutes Timing. Schlechte Position. Ja, ging noch. So. Wo ist Skypest Nummer 2? Skypest Nummer 1 liegt da oben. Wo ist der andere da? Okay. Ja, man muss schon übelst aufpassen. Ja, das hat gut funktioniert. So, komm, geh weg, Arachnat. So, der zuerst, dann der. Das ist eine blöde Position, um zu liegen. Lass den mal ein bisschen näher rankommen. Geh weg, Arachnat. Schlechte Position. Das lief ganz gut. Sprung war auch okay. Ich weiß, ich sag eigentlich gerade nur das, was ich tue. So, da müssen wir runter gucken. Das hat mir schon wieder nicht gefallen. So, hier ist die Poison Slug nicht. Dafür ist die da unten. Ja. Und da verkacke ich so einen einfachen Schuss. Egal, wir machen das trotzdem jetzt mal weiter, weil es insgesamt okay war. Hier, das ist knifflig.
Gott, ist die Stelle knifflig. So, ich weiß nicht, ob wir da oben auf die Poison Slug warten sollten. Im Run-Run kann ich mir es normalerweise nicht erlauben, einfach zu warten. Deswegen warten wir hier auch nicht. Sorry. Nein, 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 das war nix. Das war nichts. So, da kommt die Poison Slug. Ach, das hätte ich schaffen können. Das hätte ich schaffen können. Das wäre machbar gewesen. Das wäre auf jeden Fall machbar gewesen. Das habe ich verkackt. Skypest Nummer 1. Oh, Skypest Nummer 2. Komm, flieg weg. Ich hab den Sprung verkackt. Okay, von vorn. Ja gut, ich verkacke den Impossible leider selbst auch oft genug. So ist das nicht. So ist das nicht. So, die Poison Slug erledigen wir mal ganz simpel. So, das war schlecht getimed. Das hat gut funktioniert. So, wo bist du? Okay. Was eine Reaktion. Das hat funktioniert. So ist die. Okay, den anderen Skypest habe ich nicht gesehen. Ja, dann bringt mich Skypest um. Aber was hätte ich machen sollen? Zurück hätte ich nicht gehen können. Dann hätte ich auch wertvolle Zeit verloren, Arachnid auszuschalten. Ah. Und da fliege ich aus der DOS-Box raus. Das habe ich verdient. Ja, ihr seht schon, ich bin da sehr, sehr kritisch. Und von daher nehme ich nicht einfach. Ich habe das Level. Ich will nicht lügen. Ein halbes Dutzend Mal geschafft bisher in den 4 Sessions. Und der Run hat mir dann aus irgendeinem Grund nicht gefallen. Und ich habe es dann komplett neu gemacht. Es passiert halt sehr oft, dass ich einen Run in der Mitte dann halt unterbreche oder kurz am Ende und dann wieder von vorne beginne. Das war schon wieder schlecht. Rachnat stand da viel zu weit vorne. Das war knapp. Komm. Das ist. Diese Stelle ist tatsächlich sehr gefährlich, weil du relativ schwer einschätzen kannst, ab wann du jetzt praktisch die Poison Slug triffst oder ab wann. Ach, das war scheiße. Das war. Das war tatsächlich Glück und kein Skill. So, hier springen wir einfach drüber. Wie gesagt, du musst halt gucken. Diese Stelle. Diese Stelle. Ich hasse sie wie die Pest. Das ist die Stelle, die ich in diesem Level am meisten hasse, weil du musst so schnell sein. Und wenn du es später versuchst, wird es nicht viel einfacher. Und um auf die Sache eben nochmal zurückzukommen, du weißt halt, wenn der Rachnet betäubt ist, nicht ab wann du die Poison Slug triffst, bist du im Moment zu spät, trifft dich halt die Poison Slug, bist du im Moment zu früh, betäubst du halt einfach wieder den Rachnet und stirbst dann trotzdem durch die Poison Slug. Deswegen versuche ich eigentlich immer die Poison Slug zu treffen, dann den Rachnet, aber versuch das mal zu schaffen, wenn du nicht weißt, wo deine einzelnen Gegner gerade explizit sind. Aber gut, mal gucken, wie lang dieses Video wird. Natürlich machst du ein Geschäft, denn sollte aber weg sein, bevor der Aufzug wieder da ist. Den legen wir schon mal um. Das war ein Ticken zu früh. Ist aber okay, nichts passiert. Der Sprung ist auch okay. Aktuell kann man das noch nehmen. Die beiden. Der eine Skypass ist auch hochgeflogen. Das gefällt mir nicht. So, den nehmen wir mal gerade. Die Lücke benutzen wir. Hat mir schon wieder nicht gefallen, wie er die Röhre runter sind. Ach, Fail. Müssen wir direkt nochmal einen Schuss verbraten. Ja, das war schon wieder schlecht. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht gerade. Die letzten 30 Sekunden waren einfach ultra schlecht. Und die Position der Poison Slug ist gerade auch nicht gut.
Weil die läuft komplett synchron in die Bewegung des Arachnoids rein. Und das lässt es ein bisschen schwieriger erscheinen. Ja, komm, den nehmen wir mal gerade mit. Der kann uns nichts mehr tun. So, das hat auch funktioniert. Hier die Stelle ist wirklich ultra gefährlich, weil du nicht weißt, ob gerade ein Skypest über dir ist. So, das hat auch funktioniert. Skypest ist weit weg. Schlecht getimt. Oh, komm schon! Meine Güte! Da macht die direkt nochmal ihr Geschäft dahin, nur damit es vom Timing her überhaupt nicht mehr passt. Ich meine, ich hatte jetzt im Endeffekt Glück, dass er Rachnet, aus welchen Gründen auch immer, direkt wieder umgedreht ist. Das allein macht Rachnet schon irgendwie so, weil du nie weißt, wie der sich gerade verhalten wird. Deswegen kannst du den eigentlich nur abballern. Man kann ja rein theoretisch an gewissen Stellen einfach drüber springen. Aber was willst du da machen? Ich meine, ich bin kein Psychiater für Rachnard, also weiß ich nicht, wieso er manche Dinge so macht, obwohl den Sprung habe ich komischerweise noch nicht einmal verkackt. In der letzten Session habe ich den irgendwie am laufenden Band verkackt und kam in dieser Session. Oh Gott, was war das denn schon wieder? Na, nehmen wir einfach mal, nehmen wir, es war nur ein Sprung, war nur ein Sprung. Schon wieder scheiße getimt, schon wieder richtig scheiße. So, die ist Gott sei Dank langsamer. Warte mal, bis Arach. Ja, natürlich hast du dein Geschäft denn gemacht. Gott. Diese Stelle ist auch ein bisschen heikel, weil du kannst ja nicht die Ewigkeit da warten, um es zu probieren. Und wenn der Arachnot sich irgendwie an der linken Ecke festbackt, na, kann ich da vorbei? Ich muss ja. War okay. Ist auch okay. Was war das? Was habe ich da gemacht? Okay. Das war jetzt gerade Komplettausfall, aber wenn man das Level so oft einfach nochmal neu startet. Ich meine, ich sterbe ja eigentlich die meiste Zeit nicht, sondern starte einfach nochmal neu, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Na komm. Arachnid ist so schwer einzuschätzen als Gegner. So, ich bin erstaunlicherweise erst einmal, glaube ich, durch Skypest gestorben. Ja, gib mir eine Zugabe, Skypest. So. Ich weiß es jetzt. Ja, fick dich. Das kann man so lassen, weil ich Skypest hasse. Na komm. Sorry, dass ich gerade überhaupt nicht reagiert habe, aber ich war halt einfach so schockiert, dass ich gerade aus 1 Meter Entfernung an einer Poison Slug vorbeischieße. Da habe ich schon innerlich abgeschaltet. Das ist wie bei Isle of Tar, bei dem einen Sprung, den ich am Ende noch verkackt habe, bei dem sonst so perfekten Run. Da muss ich drüber springen. Man weiß auch niemals, wo die Poison Slug gerade hinscheißt. Und jetzt habe ich den Sprung auch mal verkackt. Nur um das auch mal in die Liste einzureihen. Also ihr seht, diese One-Run-Serie, das sieht im Endprodukt teilweise richtig gut aus. Aber da muss man erst mal hinkommen. Obwohl, bei den meisten Sachen habe ich nicht ansatzweise so viele Versuche gebraucht wie hier. Aber die Stelle am Anfang, die fuckt mich so ultra ab. Sorry für die Wortwahl, aber. Weil du musst halt. Also entweder du machst es. Okay, sie hat doch nicht geschissen. Ja, klar. So, die erledigen wir ganz normal. Puh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte, glaube ich, sagen, dass ich bei den meisten Sachen nicht so viele Versuche brauche, aber die Stelle, das war auch schon wieder richtig schlecht gemacht. Was sollte dieser Sprung jetzt eigentlich?
Okay, müssen wir gerade auf die Poison Slug warten und. Oh, ich habe gedacht, jetzt verkackt, weil ich war gefühlt ultra langsam. Okay, da haben wir die Poison Slug laufen gesehen. Die wird uns noch. Okay. Das ist okay. Ja, natürlich, Skypest. So, hier müssen wir aufpassen, weil hier kommt direkt der Rachnot. Den wollen wir auch nicht abschießen. Viele denken das. Wir schießen nämlich erst hier ab. Wir brauchen den. Wir wollen den einfach da unten nicht haben. Ja, ich spring an Skypest vorbei. An meinen Erzfeind spring ich vorbei. Diesen Run kannst du nicht nehmen. Diesen Run kannst du nicht nehmen. Das in jeder Hinsicht ist der einfach nicht gut. Ich weiß, ich übertreibe vermutlich total, aber. Ich weiß nicht. Es muss irgendwie einen Standard für mich erfüllen. Ansonsten ist es ultra, ultra schlecht. Ich werde dieses Video tatsächlich auch so hochladen. Ja gut, werdet ihr. Was war das? Ich verkacke einen simplen Pogo-Sprung. So weit ist es nun schon gekommen, aber gut, ich bin auch gerade am Reden und daher nicht sonderlich, sagen wir mal, konzentriert. Willst du mich verarschen? Da kommst du nicht vorbei. Kommst nicht vorbei. Ich hätte es jetzt probieren können, aber. Du kannst es halt überhaupt nicht einschätzen. Die Poison Slug ist auch immer woanders. Deswegen liebe ich Miragia, weil du immer weißt, wo die Poison Slugs sind. Hier weißt du es halt einfach nicht. Ah, besonders die Stelle am Anfang ist da ultra. Nein, das war kein Klingonisch, das war etwas Unverständliches meinerseits. Aber ihr seht jetzt mal, wie das so im Groben aussieht. Nicht ganz so schlimm eigentlich wie jetzt, aber ich schätze mal, es liegt gerade am Kommentieren, weil normalerweise sitze ich da hochkonzentriert vor dem Laptop. Beim Reden kann man sich tatsächlich etwas schlechter konzentrieren. Und das ist bei Commander Keen leider ultra tödlich. Das war knapp. Das hat mir gefallen, ist okay. Dieses Timing ist schon wieder ultra kacke. Ja, da habt ihr es gesehen. Da habt ihr es gesehen. Ich stand einen Ticken zu weit im Arachnat drin und anstatt auf die Poison Slug zu schießen, schieße ich auf den Arachnat. Eben noch drüber geredet und jetzt habt ihr es auch nochmal in der Praxis gesehen. Ach, das hätte ich schaffen können. Das hätte ich schaffen können. Aber es soll ja kein Speedrun sein, von daher kann es vereinzelt auch ein bisschen mal länger dauern. Das war wieder haarscharf. Das ebenso. Alles gut. Ja, lass mich mal in Ruhe, Skypest. Meine Mutti. Ach, das war schon wieder eine Sekunde verschwendet. Was war das? Was war das? Eieiei. Das passiert, wenn du versuchst, auf zwei, drei Sachen gleichzeitig zu achten und dann gar nicht mehr danach guckst, was du eigentlich gerade machst. Jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, dass ich jetzt bei solchen Runs versuchen würde, die Poison Slug elegant umzubringen. Und wenn das dann nicht elegant aussieht, dann. Dann beginnt es direkt wieder von vorne. Ich weiß, ich bin ultra kritisch, aber ich weiß nicht. Irgendwann mal lade ich sowieso wieder etwas hoch, wo ich sage, das gefällt mir nicht, aber bis zu diesem Zeitpunkt dauert es immer einen Moment, dass. Wie soll ich sagen? Ich kann da sehr stur sein. Skypest Nummer 1, Skypest Nummer 2, bitte komm nicht von oben. Sprung verkackt. Sprunge verkackt! Wenn ihr wissen wollt, wieso ich nicht unten lang gehe, das hat den einfachen Grund, dass
der Weg unten etwas länger dauert. Ja, ich weiß, es ist kein Speedrun, aber. Ach, der Weg unten, den kann man auch nicht so elegant machen wie den Weg da oben. Das Problem an dieser Eleganz ist, dass ich es ab und zu mal verkacke. Weiß halt auch nie, wo Skypest gerade ist. Ja, ich wollte gerade noch mal versuchen, von dieser Stelle aus einen Trickjump zu machen, um da oben ranzukommen. Aber den habe ich dann auch noch mal verkackt. Also, so, auf ein neues. Video ist schon 20 Minuten lang. Ist mir jetzt egal. Ich habe heute Abend nichts vor. Von daher, das war so knapp gerade. Werdet ihr noch ein bisschen San Diego haben? Und wenn ihr euch fragt, warum ich das mit Pogo immer mache, das mache ich immer, damit ich so schnell wie möglich. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch jetzt war. So schnell wie möglich da wegkomme. Ja. Muss da tatsächlich einfach mal auf drei Gegner achten. Das war schlecht. Ah, ich glaube, ich spiele die Version, wo der Arachnid gar nicht dahin kann. Jetzt stand ich tatsächlich einen Tick zu weit rechts, um ihn zu betäuben. Ah, wie willst du darauf achten, wenn du das versuchst, in einen Run zu schaffen? Ja, schwierig. San Diego ist auch tatsächlich einer der schwierigeren Maps, aber hauptsächlich aufgrund von Arachnod und Skypest. Weil beide so ultra unvorhersehbar sind in dieser Map. Ich bin schon überrascht, dass ich nicht so oft durch Skypest sterbe. Soll ich mal trotzdem den Trickjump von da probieren? Ja, okay, lassen wir das, lassen wir das. Ich weiß auch nicht, warum ich den Sprung gerade verkacke. Der ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber. Ich weiß auch nicht, ich schaff den gerade irgendwie nicht. Ich habe auch schon ein paar Versuche gehabt, wo ich den Sprung verkackt habe, aber dann mit den Impossible von der Position hochkam. Und die hätte ich tatsächlich auch genommen, wenn der Rest nicht Müll gewesen wäre. Ich habe schon wieder den Impossible verkackt. Was ist das denn? Komm, Skypass, töte mich. Ich weiß nicht, ich peile mal so 30 Minuten an. Das ist dann 30 Minuten zusätzliche Unterhaltung von mir für euch. Ich bin immer am Überlegen, ob ich es probiere, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass ich immer ein Ticken zu langsam bin, um auf den Aufzug dann direkt hochzukommen. Und dann kann ich die gesamte Aufnahme neu starten und deswegen lasse ich es direkt, auch wenn es cooler aussehen würde. So, das war okay. Das ist auch okay. Ich sehe den dritten Skypass nicht, der war da unten. Da habe ich eine Sekunde zu spät reagiert. Da liegt der gut. Komm schon, geh weg. So, das war technisch gesehen ein Schuss verschwendet, aber das akzeptiere ich mal. Und ich merke gerade, ich habe zu wenig getrunken. Da kann ich nicht gucken. Dass ich diesen Sprung nicht schaffe. Bin ich behindert oder was? So, diese Stelle. Hättest du da hingekackt. Boah. Ich wäre sehr, sehr ungehalten gewesen. Puh. Da will man's etwas schöner machen und deswegen verkackt man es. Deswegen weiß ich nicht. Ich hätte diese Schnecke ja jetzt auch normal erledigen können. Ganz normal. Aber anstatt das zu tun, möchte ich einen Jump Shot machen. Alles schön und gut. Alles schön und gut. Wenn man es nicht verkackt. Eieiei. So, auf ein neues.
Also, man muss auch dazu sagen, ich hätte schon längst diese Session abgebrochen. Also 25 Minuten nehme ich normalerweise am Stück nicht auf. Also maximal eigentlich 20 Minuten. Dann lasse ich es meistens auch dabei. Das Schlimme war damals Isle of Fire. Das war das erste Level, wofür ich mehr als 10 Versuche gebraucht habe. Ja. Ich habe gedacht, okay, das hat mir nicht gefallen. Das sah sehr ungeschickt aus. Das sah sehr ungeschickt aus. Das Ganze, was ich hier gerade treibe, ist ultra ungeschickt. So. Ich werde auch nichts schneiden. Ihr bekommt das komplett an einem Stück serviert. Wie ich mich teilweise in diese Serie reinsteige. Nur damit es einigermaßen aussieht. Das war knapp. Okay. Puh. Gut, wenn ich mir für die gesamte Sache hier Zeit lassen würde, also für jeden Sprung, keine Ahnung, ein paar Sekunden länger, dann würde ich das Level sehr wahrscheinlich auch immer beim ersten Versuch schaffen. Ja gut, außer diese Sachen mit Skypest vielleicht nicht, weil ich nicht weiß, wo die sind. Was ist das? Me gusta. Eieiei. So, auf ein neues. Mal wieder. Ach, das hätte ich jetzt schaffen können. Ich weiß, das habe ich schon zwei oder dreimal gesagt. Genauso wie auf ein neues. Aber ich versuche trotzdem noch ein bisschen Konzentration zu behalten. Aber ha, das gelingt mir gerade überhaupt nicht. Mal wieder ein Totalausfall. Ich meine, jeder hat mal so einen Moment, wo er was verkackt, aber das war ja schon ultra verkackt. Das dauert zu lange, bis es weg ist. Da verliere ich einfach einen kompletten Durchlauf. So, einmal, zweimal. Hey, das Secret da daneben, das werde ich euch dann auch im Let's Play zeigen. Ich freue mich ehrlich gesagt auf das Level im Let's Play, weil da kann ich das in Ruhe spielen. Im Let's Play gehe ich die Stelle da oben eigentlich nie lang, weil die tatsächlich zu riskant ist. Ich hasse diese Schnecken. Es war gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute nochmal sage. Es wäre jetzt tatsächlich schon wieder ein Grund für mich, diese Aufnahme zu unterbrechen. Ich schaffe das auch einfach irgendwie nicht. Diesen Sprung da an die Seite. Okay. Das ist. Hier kommt die Problematik von Arachnid und Poison Slug zusammen. Du weißt nie, wann die beschissene Schnecke ihr Geschäft macht. Und du weißt auch nicht, wie der Arachnid läuft. Weil er kann in jedem Moment sich wieder umdrehen. Und je nachdem, wo die Poison Slug gerade ist, kannst du auch gar nicht reagieren. Jetzt wäre ein guter Moment gewesen, aber. Das kann ich als One-One halt nicht benutzen, weil die Leute gucken mir dazu, wie ich einfach 30 Sekunden lang gar nichts mache. Nur weil eine Poison Slug stehen geblieben ist, um zu scheißen. Genau wie jetzt, aber das ist Gott sei Dank noch okay. So, mach's gut. Wer kam auf die dämliche Idee, unbesiegbare Gegner vollgestopft in ein Level zu machen? Hohoho, diese Reflexe. Das war gut. Wenn jetzt der. Alles
Okay, bis zu dem Moment und da kommt Skypest angeflogen wie aus dem Nichts. Der war, glaube ich, noch nicht einmal in 30 Minuten an dieser Stelle, aber jetzt, wo es wirklich alles bisher gut war, alles bisher gut war, dann kommt der genau an dieser Stelle. Ja, fick dich doch, Skypest. Ja gut, jetzt seht ihr auch mal, wie viel Emotionen teilweise da drin sind. Und ja, ich rede dann auch teilweise mit mir selbst, ganz besonders wenn Skypest mit von der Partie ist. Jetzt habe ich die Ausrede, ich nehme gerade diesen Mist auf, den ich euch dann ungeschnitten präsentiere. Ihr tut mir ehrlich gesagt leid, dass ihr euch das 30 Minuten lang antut. Ja, genau. Schlimmer als jedes Horrorspiel. Also jetzt kommt er da nicht. War ja klar. Was mache ich denn da? Da. Ja, ja, natürlich. Skypest. Was? Skypest hatte damit tatsächlich ausnahmsweise mal nichts zu tun. Aber das ist wie wenn meine Mutter einfach jemanden anschreien möchte und erstmal die beiden anderen Namen sagt, weil wir sind zu Hause drei Brüder. Und ja, wenn meine Mutter meinen kleinen Bruder anschreien will, dann kommt erstmal mein Name, dann kommt der Name von meinem Bruder, also von meinem großen Bruder. Ich habe jetzt nicht erklärt. Ach egal. Ja, ihr habt schon mal rausgehört, dass ich das Mittelkind bin. Ja, problematisch, ich weiß. Wie diese Aufnahme. Aha, eine Millisekunde. Was war das? Eieiei. Natürlich. Arachnot, warum drehst du dich genau in dem Moment wieder um? Warum? War perfekt, wo du warst. War perfekt, wo du warst. Ich wollte gerade mal was probieren, weil die Aufnahme eh schon für den Arsch war. Aber hat eh nicht funktioniert. Diese kleinen behinderten Tasten, ich weiß, ich hab's im Let's Play mal erwähnt, aber die sind wirklich winzig. Ihr kennt den Unterschied zwischen normaler Tastatur und Laptop-Tastatur. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass diese Pfeiltasten halb so groß ist wie eine normale Taste. Und damit soll ich dann einigermaßen Commander Keen spielen können. Ich bin schon mal froh, dass ich überhaupt eine Taste treffe. Eieiei. Ich bin schon über 30 Minuten, aber das ist gerade auch egal. Habt ihr mehr zu gucken, falls ihr euch das ansehen wollt? Das, jetzt kann ich wenigstens behaupten, dass es eine komplette Aufnahmesession wäre, weil... Nein, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe auch keine Ahnung... Weißt du, in 30 Minuten, Skypest überall, nur da nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass ich an der Stelle, wo ich eben gestorben bin, auch Angst habe, dass über mir ein Skypest ist. Aber eigentlich meinte ich den Sprung danach. Weil es kostet halt ultra viel Zeit, es wieder hochzugucken, weil in der Zeit kann der andere Skypest oder die beiden anderen Skypests schon wieder da sein. Und da war ich eine Millisekunde zu spät. Ja. So. Das hätte ich auch schon wieder schaffen können. So. Was war das? Was war das? Was hast du davon, Skypest? Ich bin erstaunt, dass ich diesen Sprung schon ewig nicht mehr verkackt habe. Stimmt. Ja, beim Versuch, Skypest umzubringen, springe ich vorbei. Ist okay. Ich habe zweimal Skypest umgebracht. Ja, der hat die Chance gehabt, um Skypest dreimal umzubringen. Was? Habe ich jetzt gegen das Ding geschossen oder hat der Fuß von Arachnot gerade den Schuss absorbiert? Ich weiß es nicht. Das zu rendern wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
Eigentlich dürfte ich das gar nicht hochladen, weil ihr dann seht, wie viel Glanz tatsächlich verloren geht bei dieser Aufnahme. Ah, komm schon, Skypest, spiel mit! Puh, ah komm. Wir probieren mal was. Ah, verdammt. Da habt ihr gerade gesehen, da hat gerade wirklich nur eine Millisekunde gefehlt. Ja, okay, jetzt kann ich es eh vergessen, weil die eine Poison Slug viel zu weit rechts ist. So, dann nochmal normaler Run. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt noch mache, um euch damit zu foltern oder mich selbst zu foltern. So. Ach komm, willst du mich verarschen? Wie soll ich in der Luft dagegen etwas machen? Ich kann maximal etwas weiter nach links gehen und hoffen, dass ich in keine Poison Slug lande. Ach, jetzt hätte ich es wieder probieren können, aber naja. Ich weiß nicht, ich habe es ein paar Mal geschafft. Aber du musst wirklich ultra schnell sein. Und du darfst den Impossible nicht verhauen. Das gehört dazu. Und den verhaue ich gerade ganz gerne. Ich weiß nicht, 20 Minuten eben am Stück. Überhaupt kein Fail an dieser Stelle mit Skypest. Aber jetzt unterstreicht es meine Aussage von vorhin, wo ich gesagt habe, ich gehe diesen Weg im Let's Play ungern lang, weil der einfach wirklich extrem risikoreich ist. Und ich denke mal, dass... Okay. Jetzt der Versuch ist der letzte Versuch, weil dann ist das Video auch mehr als lang genug. Habt ihr sehr viel zum Gucken. Und ja. Entweder freut ihr euch darauf, vielleicht könnt ihr das auch irgendwo genießen. Es gibt vielleicht den ein oder anderen, der eventuell den Eindruck hat, dass ich in diesem Spiel gut bin. Aber wie ihr seht, ich bin nicht gut. Ich bin... Okay. Das ist der letzte Versuch. Wie ihr seht, ich bin in diesem Spiel nicht gut. In der One-Run-Serie sieht das halt teilweise ein bisschen aufgehübscht aus. Also das, was praktisch hier in Deutschland mit den Arbeitslosenzahlen passiert. Ne? Oh mein Gott, ich habe mich gerade kritisch geäußert. Verbrennt mich. So. Egal, wir hinterfragen mal diesen selten dämlichen Sprung nicht und gehen einfach mal weiter. Das hat gut funktioniert. Von daher, wenn der Rest gut funktioniert, komm schon, das hat auch gut funktioniert. Ja, mach dein Geschäft dahin, mach dein Geschäft dahin. Ich habe ewig Zeit. Ich habe die Ultrazeit der Ultrazeit. Egal, ich weiß nicht, gefühlt 5 Milliarden Schuss verschwendet. Natürlich, da wo ich hinspringen muss, machst du dein Geschäft hin. So, gucken wir mal. Keine Poison Slug hier. Springen wir mal darüber. Ach, ich hasse diese Stelle. Ich hab's zwar schon mal gesagt, aber ich hasse diese Stelle. Mann! Geburtstagskuchen! Salami! Random! Ich sag jetzt einfach nur zufällige Sachen, weil ich bin aus der DOS-Box rausgeflogen. Warum? Mich regt das sowieso bei guten Runruns auf, dass ich dann aus der DOS-Box fliege. Den wann würde ich denn irgendwie cutten und dann so. Wir probieren es jetzt einfach trotzdem. Ich kann eigentlich auch mal einen Versuch aufnehmen, wie ich normal spiele. Also praktisch ohne aufgehübscht, ohne schnell und so. Das war gut. Das war okay. Ja, klar! Zweimal kommt Skypest an derselben Stelle. Und zweimal sterbe ich. Ah! Meine Güte.
Ich hab's einfach verdient. Ich bin zu kritisch. Ich hab's verdient, dass ich so leide. Ich könnte ja einen ganz normalen Run aufnehmen, aber warum sollte man sich dann ein Let's Play angucken von mir? Gibt ja eigentlich gar keinen Grund für. Außer man mag es, dass ich mich gerade aufrege. Wieso bin ich da jetzt nicht mit dem Pogo gesprungen? Das ist auch schon wieder risikoreich. Das ist okay, kann man machen, kann man nehmen. Das ist okay. Das ist okay, das war auch gut. Das war überraschend knapp. Aber hat funktioniert. Das war auch gut. Ich kann, glaube ich, auf den ersten verkackten Spruch pfei Spruch Sprung pfeifen. Hier muss ich gerade mal einen Moment warten, gucken, ob da. Na, hat gerade so gepasst. Ich habe keine Fühler gesehen. Hier springen wir jetzt einfach mal drüber. Ja. Ich bin aus der DOS-Box rausgeflogen. Ernsthaft, Spiel? Nein, nein, deswegen wird es jetzt nicht neu gestartet. Ich benutze jetzt die Ausrede, dass ich warte, bis die Poison Slug an einer ganz bestimmten Stelle ist. Nur damit ich eine Sekunde später am Arachnid sterbe. Zitat, Leiter des Shikari-Netzwerkes, weil ich keinen offiziellen Namen meinerseits preisgegeben habe, was mir gerade auffällt. Und es ist tatsächlich der gefühlte 2-milliardenste Versuch, obwohl ich eben aufhören wollte. Weißt du, dieser Gedankengang ist doch zu versuchen, dann zu sagen, nee, doch nicht, aber in dem Moment trotzdem noch zu schießen. Ha, herrlich. Okay, offiziell der wirklich letzte Versuch. Danach wird es keinen Versuch mehr geben. Selbst wenn ich den ersten Sprung verkacke oder jetzt an der Poison Slug sterben würde, ich würde an dieser Stelle einen Break machen. So. So weit, so gut. Okay, hier kam kein Skypast. Oh, ich hasse dich. Ach, ich glaube, das ist die Version, wo Arachnid gar nicht hin kann. Schön, dass ich das auch mehr herausfinde. Und was auch immer das war. Dieser Versuch wird jetzt einfach trotzdem genommen. Obwohl total verkackt. Obwohl total verkackt. Ich schaff einfach diesen Kacksprung nicht. Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ja, ich brauche Hilfe! Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Okay, das war der offiziell letzte Versuch. Ihr seht, ich bin äußerst selbstkritisch und aus der einen Session wurden jetzt technisch gesehen zwei Sessions, aber ich muss sagen, es hat irgendwie doch Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich hätte gedacht, das wird noch schlimmer. Ja, ich habe angenommen, es wird noch schlimmer, obwohl ich habe schon übelst rumgefailt, muss man sagen. Aber das kommt auch, wenn man am Reden ist, kann man sich nicht mehr ganz so gut aufs Spiel konzentrieren. Jeder, der mal ein Let's Play gemacht hat oder versucht hat, bei einem Spiel, wo man sich wirklich konzentrieren muss, zu reden, dass sich das immer recht schlecht vereinbaren lässt. Und ja, ich werde dieses Monster gleich rendern und dann auch heute noch hochjagen. Für die Leute, ich zitiere, wir haben den 24. Januar und dieses Video wird heute noch hochgeladen. Und in diesem Sinne, keine Ahnung, bis zum nächsten One-Run, bis zum nächsten Part des Let's Plays. Es gab ja schon einige pyramidentechnische Wünsche. So wie es gerade aussieht, gehe ich als nächstes zu Pyramid of the Moons und dann direkt in die Pyramid of the Forbidden. Dann aber wieder mit nötiger Ruhe und nicht ganz so viel Schnickschnack, der gut aussehen soll, aber am Ende doch nicht gut aussieht. Und so, 45 Minuten Unterhaltung von mir für euch und noch einen schönen Sonntag. Macht's gut!